So Leute, es kann weitergehen mit Let's Play The Witcher. Ich bin das Item Simmerfix. Wir sind immer noch in Visima und gehen hier unzähligen Quests hier auf die Spur. Wir haben so viel Quests, Leute, es ist grausam. Dabei machen wir doch eigentlich voll viel. Naja, zumindestens, was müssen wir jetzt als nächstes machen? Ich schaue hier, ich werde Fall bearbeiten, wenn ich neue Beweise finde. Ich muss den Dech... Ach ja, Leute, erstmal erzähle ich, was wir so im letzten Part gemacht haben. Im letzten Part haben wir ein bisschen hier mit Thaler gesprochen. Der wusste etwas über das Schwert eines Hexers. Und das wollen wir natürlich haben. Und anfangs haben wir gedacht, dass es hier über... dass es von unserem Freund Berengar ist, über den wir hier schon einiges gehört haben. Aber das... es scheint nicht so der Fall zu sein. Doch ganz vertrauen können wir ihm immer noch nicht. Der ist einfach ein wenig... Ja... Illegal wirkt er einfach. Und Coleman ist tot. Ich muss jemanden anderen finden, der Berengar leeren könnte. Ach Leute, warum haben wir diesen blöden hässlichen Elfen und Zwergen die Waffen gegeben? Ansonsten wäre jetzt alles viel leichter gewesen. Ich muss jetzt hier nochmal zu dem reingehen, denn ich meditiere jetzt erstmal. Bevor wir jetzt hier wieder in das zum Harigen Bären gehen und uns erkunden über bei einem Mage über die Waren, die eben hier die Tale bekommen, müssen wir unbedingt... Ich meditiere, das stört dich hoffentlich nicht. So, ich muss mich ein bisschen aufbereiten, mich vor. Müssen wir jetzt erstmal unbedingt ein paar Salamander töten und ein wenig von ihrem, wie heißt das gleich nochmal, von ihrer Droge, dem Fizzitz, da bekommen. Denn damit können wir eine Wache in dem Gefängnis bestechen und namens Jeffro und die gibt uns dann hoffentlich einige, oh, wir vergrafen nachts über, nachts geht der weg. Verdammt, wahrscheinlich könnten wir ihn verfolgen jetzt. Na egal. Was ist? Hat er uns angemutzt? Ich hoffe einfach mal nicht. Ja, wir brauchen jetzt erstmal hier ein paar Salamander, die wir jetzt eben töten müssen. Brauchen wir jetzt eben erstmal dieses Fizzitz. Und zum anderen müssen wir eh für eine andere Frau müssen wir irgendwas auch in der Nacht machen. So, da müssen wir ein paar Salamander auch in der Nacht töten, wenn ich mich nicht ganz irre. So, was ist hier los? Oh, genau da ist es. Da wird die arme Hure belästigt von den Banditen. Haut ab, Kumpel. Lasst die Dame in Ruhe. Ihr habt Mitleid mit einer Hure? Bevor ihr geht, entschuldigt ihr euch noch für euer schlechtes Benehmen. Ihr seid nicht bei Trost, alter Mann. Haut ab, bevor ich euch absteche. Nachdem ihr euch entschuldigt habt, geht zu Hauptmann Vincent. Sagt ihm, ihr seid ein Verbrecher und eine Ratte. Zieht euer Schwert, Streuner. Ich töte niemals unbewaffnete Leute. Ihr habt eure Chance vertan. Auf ihn! Tja, wir wollten es gut versuchen, aber leider hat es nicht geklappt. So, da machen wir ihn halt kurz mal fertig. Greift der mich... Ach, der hilft mir sogar, die Wache hier. Ja, das ist aber nett. So, ich würde sagen, wir kämpfen hier mit dem Kampfstil. Damit kämpft sich schneller. Nein, das sieht auch voll wenig ab. So, kämpfen wir hier mit dem starken Kampfstil. Alter, die Wache, da macht ihn ja schneller fertig als wir. Die Wache haut ihn da einfach weg. Nicht schlecht. Dankeschön, kleine Wache hier. Bist cool. Und das waren Salamander. Ah. Und, na Leute, ich hoffe, einer von denen muss doch hier mal die Droge hier, diese Physik dabei haben. Fistech, wie auch immer. So. Wir verfolgen jetzt hier einfach mal. Wo war es hier? Komplizers Zeuge. Nein, das war's nicht. Faustkampf, Gedächtnis der Klinge. Komm hier, leichte Mädchen, da verfolgen wir die Quest, denn wir müssen hier die Banditen müssen wir erledigen und das passt eben direkt zu unserem Plan, eben hier gleichzeitig dann noch die, das Fistech zu bekommen, hoffe ich. So, ich hoffe, ihr erwartet nicht nur irgendeine schlimme, oh, Mörchlein, da sind sie ja schon wieder. Nehmt das. So, komm. Okay, so treffen wir den nicht, aber den sollten wir treffen. Oh, da, ganz ehrlich, da hinten greifen die an, aber die stört es nicht, dass ich hier den Kumpel hier versohle. So, dafür brauchen wir einen anderen Kampf hier, und zwar den. Zack! Zack! Komm, mein alle Gary. Machinare! Gary von der Riva. Oh, da ist schon der nächste Meuchler. Der Pisskopf. Ey, jetzt werden sie aber ein paar viele, würde ich mal sagen. Ha! Habt ihr das gesehen? Ach, das ist ein Zwerg. Achso, der hilft uns. Achso. Danke, Zwerg. Nett von dir. Dankeschön. Bist cool. Vielen Dank. Danke, Bro. So, Bro. Er hat einen Schleifstein, Bier und das Fistech. Endlich mal. So, wir essen jetzt erstmal was. Und zwar ein kleines Hühnchen, denn Hühnchen schmecken voll gut. Und ich habe jetzt Hunger auf Hühnchen.
So, ein kleines Hühnchen und hier noch mehr Fistech. Leute, wir werden hier noch zum Drogenkurier. Noch mehr Fistech. Der Obst, ein Salamander-Omelette. Ich weiß gar nicht, für was wir die haben, aber egal. Verschwindet. Ich habe geschäftlich zu tun. Verschwindet oder ich töte euch wie einen Hund. Versucht euer Glück. Ergreift ihn. Still. Komm. Bleib tot. Das Art. Es hilft einfach gar nicht teilweise, das Art. Wenn es keine Lust hat, dann hilft's nicht. Alter, was soll denn das? Manchmal hat das Art echt keine Lust zu wirken und auch das Igni hier. So, oh Leute, jetzt hat er ja richtig losgelegt. So, jetzt haben wir doch ein wenig Leben, aber... So, den kriegen wir trotzdem down. Zack, dreifacher Angriff und der letzte Schlag. Kein Problem, easy peasy. So, kannst Waffe hoffentlich wegstecken, Gary von Rivi. Und da gibt's schon wieder Dürrobst, Leute. Ey, und das ist unser Zwerg. Ey, du bist cool. Zwerg, hilf. Hast mir einfach geholfen. Aber jetzt, wo warst du jetzt, Leute? Jetzt hatten wir schon wieder Probleme und... Die haben uns nicht geholfen. Zwerg, ich dachte, du wärst unser bester Freund. Doch! Ha! Er hat ja irgendjemanden alle gemacht. Keine Ahnung wen, aber er hat jemanden alle gemacht. Cool. Zwerge sind schon irgendwie cool, Leute. Kann man schon nichts dagegen sagen. So, und da sollte der letzte Zwischenfall sein. Ich hoffe, mein Leben... Ach, ich hab schon keins mehr. Dann essen wir eben noch ein Hühnchen, Leute. So. Oder erstmal hier ein Dürrobst. Oh, lecker Dürrobst, Leute. Jetzt geht's los mit dem Dürrobst zum Sieg. Mit dem Dürrobst zum Sieg. Ah, ihr hättet unser Angebot an... Ihr da, verschwindet! Tätlichkeiten sind unhöflich. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann sterbt ihr. Warum haben das schon so viele ein gesagt? Tod. Alter, ich wollte nicht das irgendwie machen. So. Ah, das ist das falsche Zeichen, Leute. So, wir müssen den Gruppenkampfstil machen. Ey, wie kann der mal im Gruppenkampfstil auswählen? Das ist ja grausam. Sterb, Bastard. Ich sterbe jetzt, ganz ehrlich. Weil, diese blöden Kampfstile, Mann. Ah, ich hab keinen... Jetzt, Gary, hopp. Ah, Geralt. Hüpf weg. Hund, hilf mir. Hund. Greif sie an. Mach sie fertig. Das Stadtwache. Ich brauche die Stadtwache. Ihr wagt es, die Salamander so herauszufordern? Bam. So. Leute, so macht man das. Einfach mit der Hilfe der Stadtwache ist das kein Problem und mit dem kleinen Igni-Zeichen noch. Oder Art oder was auch immer. Zumindest ein Zeichen, das war das Art-Zeichen. Das Igni ist das andere. Ich wollte nicht auf den draufhauen. Entschuldigung. So, und da sind Überreste. Die nehmen wir uns auch mal ganz schnell mit. Und ich würde sagen, komm, ess mal noch was. Ich muss ja eh das Inventar mal hier wegessen und da passt das ja eigentlich. So, was kann man jetzt eigentlich machen? In der Nacht. In der Nacht, es ist dunkel. Da habe ich Angst, Leute. Ich will irgendwo hin. Ich habe Angst. Ich würde sagen, gute Frage. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz zur Thale. Oder wir gehen in den Haringbären, Leute. Wir können auch... Ja, gehen wir direkt zum Haringbären weiter, weil da können wir auch ein Nickerchen machen, wenn wir es unbedingt brauchen. Und da können wir dann hier direkt noch die Quest abgeben, dass wir eben hier die Prostituierten gerettet haben vor den Banditen. So, auf dem Weg dahin. Sind wir hier richtig? Nein. Doch, hier müssen wir runter. Okay, passt schon. So, und ich hoffe, die Banditen greifen uns nicht an. Das sind einfach nur normale Banditen. Keine schlimmen Banditen. Das ist ein Banditenanführer. Hallo, Banditenanführer. Okay, ich will mich euch gerade hier nicht anlegen. Ihr seid mir ein paar zu viele. So, hier unsere Freundin ist weg. Das ist schade. Müssen wir jetzt reingehen, oder? Komm rein. Jo, komm mal. Stramme Hüte, oh Leute, das hört sich ja sehr interessant an, oder? So, hier ist die Carmen. Danke für eure Hilfe. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Ihr seid also nun allein. Spinnt ihr? Einige Jungs aus dem Dorf kümmern sich um uns. Die wurden nur mit diesen Missgeburten nicht fertig. Verstehe. Was darf's sein? 200 Orens? Oder wäre euch eine andere Zahlungsart lieber? Ich bin kein Materialist. Im guten Buch steht, keine Gefälligkeit bleibt ohne Lohn.
Ich sorge dafür, dass es sich im ganzen Ort und bei den Damen vom Gewerbe herumspricht. Wir Huren wissen, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Das ist schön. Ihr seid recht einzigartig, aber an Hochstaplern, die sich für euch ausgeben würden, fehlt es nicht. Einigen wir uns darauf, dass ihr den Mädchen Blumen bringt, wenn sie Zweifel haben. So wissen sie dann, wer ich bin? Unbedingt. Ich habe noch nie von einem Freier gehört, der einer Hure Blumen mitgebracht hätte. Okay, das, von mir aus, die 200 Ordens, die waren es mir jetzt echt nicht wert, weil, also so, das Geld brauchen wir jetzt echt nicht, dafür haben wir schon genügend. Und, so, welchen Stil können wir upgraden? Den schnellen Stahl vielleicht mal. Der war eigentlich schon nicht schlecht, also bei unserem Stahlschwert. Gegen menschliche Gegner kann man das hier schon machen, so. Dann haben wir den upgegradet und wollen wir noch kurz mal beim Tränke schauen. Tränke kann man keinen herstellen und dann tun wir bis zum Morgengrauen erstmal ausruhen. So. Das heißt also, Leute, ganz viel Blumen kaufen. Ganz, ganz viel Blumen kaufen. So, und darf ich hier raus? Geh, bitte, Gary, geh raus. Wir wollen ja in den, nicht in den strammen Mann, wie der hier ist, sondern in den Haringbär. Da wollen wir rein. So, und dort würde ich sagen, schauen wir uns dann um und hoffen, dass wir jetzt hier noch eine Spur finden, eben auf Berengar. Weil es blöd ist, echt, dass Coleman gestorben ist. Das ist so ärgerlich, Leute. Alle unsere Spuren sind damit irgendwie weg. Liegt der hier immer noch rum, oder? Nee, hätte mich auch gewundert. Schurke, Trinker, Reisender, Mundro, Wandel. Ist er wichtig, weil er grün markiert ist? Wir sehen. Nee, der ist auch nicht wichtig. Hier sind nur sind nur die Schläger. Schurke, Trinker, Schurke, Kellnerin. Reden wir nochmal kurz mit ihr. Habt ihr. Auf. Ist hier auch nichts zu sagen. Irgendwo muss hier jemand sein. Ja, so schlau. Haben wir gehört. Der Spieler hier? Ich halte ab. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Okay, jetzt müssen wir noch wissen, was Majoras Krankenhaus ist. Aber das werden wir sicher auch noch herausfinden. So. Haben wir hier noch eine Quest eigentlich? Ich glaube gerade nicht. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich hoffe, das liegt einfach auf dem Weg. Sollte es auf dem Weg liegen, werden wir da jetzt noch einen kurzen Abstecher machen und schauen, woher eben das Schwert hat. Und danach würde ich sagen, geht's dann direkt nochmal ins Gefängnis oder zu Jeffro. So, dem können wir jetzt hier sein Fistech geben und dann hoffentlich lässt er uns mit dem Gefangenen da sprechen. So, hier ist noch der Kaufmann, mit dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Seid ihr? Herr, darf ich? Wir. So, das ist nicht wichtig, was er gesagt hat. Hat er irgendwas Schönes? Einen blauen Meteoriten, Bärenfeld. Boah, unnütz. Aber eine Kleidung. Geil. 5! Alter, geh! Das ist kein Schnäppchen, das ist Plunder. Über 5.000, ey. Da kriege ich keine Luft mehr, Leute. 5.000. 5.000. Einfach, ja, ist nicht viel. Kann ich mir leisten. In deinen Träumen, Junge. So. Wir haben doch jetzt hier das mit Berengas. Okay, wir müssen herausfinden, wo dieses merkwürdige Krankenhaus ist. So, was sieht hier krankenhausmäßig aus? Das hier ist irgendwas Merkwürdiges. Zumindest nicht das, was wir wollen. Ich glaube, ich kenne sogar ein Gebäude, was das noch theoretisch sein könnte. Das war hier, glaube ich. Ich habe Schmerz. Hier, ja, Krankenhaus. Ach Leute, bin ich gut oder bin ich gut? So, hier waren wir vor. Okay, das sah so ein bisschen merkwürdig aus. Das Krankenhaus des heiligen Majoran. Für die Opfer der Katriona-Pest. Danach gibt es nur noch zwei Etappen. Alt-Visima und die Hölle. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Düster. Kein Durchgang. Ich gehe rein. Da drin sind kranke Patienten. Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet.
Ich vergeude meine Zeit. Lässt uns jetzt rein oder lässt uns nicht rein? Weil der Orden der Heiligen Flamme ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, dachte ich. Egal, ich wollte eh eigentlich nur mit dem Gärtner reden. Seht nur, wie sie wachsen. Aber erstmal würfeln wir, Leute. Wir würfeln. Würfeln ist immer schön, denn Würfeln machen wir alle fertig. Oh, 2, 6 und 2, so, geht es. So, da, komm und boom. Du machst mir mal. Dieses Spiel ist so ein Kack, Leute. Das ist so. Da freut man sich so, ja, jetzt geht's los. Und dann würfelt der einfach das Gleiche, nur ein ganz klein bisschen besser. Kein Sechser, ich weiß. Ihr habt's gesehen, für eine Nanosekunde war es ein Sechser. Es wollte ein Sechser sein, aber es war keiner. Ja, ich hab verloren, freu dich. Ich liebe Würfeln. So lustig. Irgendwie hat sich meine Stimmung in 2 Sekunden geändert. 2-1 und 2-3, ja, 4-6 oder? 4-6, passt schon. Jetzt machen wir hier Knossen erhöhen. Komm, mach mit. Ah, er macht's aber gar mit. So, was hat er denn überhaupt? Der hat doch gar nichts. Ich meine, wir haben 2 Paare. Also, komm, dann müssen wir jetzt hier einen 5er würfeln. Und wenn er jetzt nicht einen Drilling würfelt, dann haben wir gewonnen. Oh nein. Oh nein. Für eine Sekunde hatte ich jetzt echt gedacht, der würfelt einen Drilling. Ich hatte da echt jetzt ein bisschen Angst. So. 1-1. Oh, Drilling. Warum hast du mich, Leben? Warum hast du mich eigentlich? Da freue ich mich. Ihr seht das doch, das Spiel ist doch einfach scheiße, Leute. Man freut man sich, dass man was Cooles würfelt und dann würfelt der Typ einfach nur was Besseres. So, super. Er hat gewonnen, wenn er gar nicht würfelt. Er muss jetzt da... Hat er jetzt gewonnen? Warum? Das ist so ein Scheißspiel, Leute. Du hässlicher Kackgärtner, Mann. Ich erstech dich, ganz ehrlich. Dieser Typ, Mann. Er hat nur gewonnen, weil er hier noch einen krüppeligen Fünfer gewonnen hat. Ganz ehrlich, wenn wir die Wahl haben, den zu töten, ich töte ihn sofort. Sofort abgeschlachtet. Silberne Schwerter interessieren mich mehr. Ah, ich wusste, dass einmal einer von euch kommen würde. Ihr habt es beim Würfelspiel verloren? Ich war ganz sicher, dass ich gewinnen würde. Hütet euch vor dem Trickser. Er spielt gut. Woher habt ihr dieses Schwert? Vor 5 Jahren fand bei Brenner eine Schlacht statt. Als sich der Staub legte, hatten unsere Männer die Nilfgaarder bezwungen. Seit jenem Tag bezeichnen wir uns nicht mehr als kaiserliche Provinz. Ihr habt dieses Schwert in der Schlacht erobert? Ja. Es gehörte dem Hexer Köhn, ein Prachtkerl von einer seltenen Art, allerdings nicht sehr gesprächig. Wie die meisten von uns. Ich gab ihm mein Wort, dass das Schwert den Weg zu einem anderen Hexer finden würde. Als er im Sterben lag, murmelte er etwas von Zähnen und Schicksal. Dann lachte er im Angesicht des eigenen Todes. Und ihr habt es im Spiel verloren. Ich hielt es 5 Jahre lang versteckt. Die Hoffnung, dass ich je einem anderen Hexer begegnen würde, hatte ich dann aufgegeben. Fräulein Shani kannte Köhn ebenfalls. Sie arbeitet im Krankenhaus. Danke für eure Hilfe. Viel Glück auf euch. Ich hasse dich. Aber abgesehen davon, dass du unser Schwert verloren hast, müssen wir jetzt erstmal das Schwert wieder neu besorgen. Wahrscheinlich müssen wir es wahrscheinlich kaufen, ne? Und zum anderen, ja, sag mal einfach, der Scheiße. Ich gehe da drin. Lebt. Ja, ich will da auch nicht rein, so. Und zum anderen müssen wir jetzt hier, und zum anderen haben wir uns abgezogen. So gemein, ganz ehrlich. Egal, Leute. Spiel ist einfach blöd, gemein, unfair. Witcher ist einfach ein schlechtes Spiel, kann man einfach nichts dagegen sagen. Das ist einfach miserabel. Es kriegt von mir 3 von 4 Medal of Honor, das muss man einfach sagen. Leute, wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut, vielleicht läuft es im nächsten Part wieder besser. Dann würde ich sagen, bis dahin, euer Dimsmorphix. Ciao!